So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin ein paar Level höher als letztes Mal. Vitalität auf 20, Kondition auf 15, Stärke auf 26. Das sind die aktuellen Stats. Waffen und so habe ich nicht geupgradet seitdem. Ich habe einfach die Skelette gefarmt. Ein paar Level, dauerte auch gar nicht so lange. Ja, blocken, in den Rücken, Backstep, ganz einfache Sache. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Ich würde sagen, ich nehme den Tower Knight in Angriff. Versuchen wir es einfach mal. Okay. Ja, wenn das klappt, wäre super. Ich schau mal eben auf die Uhr. Okay. Ja, eventuell schaffe ich ja dann noch. Weiß ich nicht. Das nächste Gebiet. Ich denke mal, in einer Stunde werde ich den Tower Knight schaffen. So, jetzt muss ich hier durchspazieren. Oh, war das knapp. Okay, dann... Ja, ich hier durch und zack. 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 Okay. Dann mach noch mal eine Runde. So, jetzt muss ich halt an den beiden blauäugigen vorbei. Oh, die Waffe ist ja richtig geil. Witzig. Da hab ich ihn gepancaked. So nennt man das doch. Oh. So, dann heilen wir uns mal. Und dann nehme ich das Halbmondgras. Oh, ich habe nur noch zwei. Ui. Und das hier ist super stark. Fuck, Mann. Ja, dann geht das nicht anders. Jetzt muss ich einmal hier rum alle erledigen. Oh, shit.
Oh. Holy. Ah! Ah! Ja, ein bisschen aufpassen muss ich schon. Oh fuck. So, jetzt muss ich hier nochmal schauen. Bin ich jetzt einmal durch? Ja. Okay, dann. Ab geht's. Oh, ich bin tot. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich glaube, das ist aber locker machbar. Wenn der runterfällt, dann auf den Kopf schlagen. Das ist machbar. Der Weg ist jetzt auch nicht so schwer jetzt mit dieser Waffe, weil die haut ordentlich rein. Das Problem ist eher die Heilung. Den muss ich auf jeden Fall drin haben, aber das hier hilft mir eventuell, den einen Soldaten mit den blauen Augen fernzuhalten, während ich die Armbrustschützen davor erledige. Hat er vielleicht auch eine Feuerschwäche? Kann das sein? Ja, ey. Da hat sich's gerecht. Dass ich den übrig gelassen habe.
Vielleicht eine leichtere Rüstung oder so? Fünf, das ist schon viel. Das Schild. Und das hat auch einfach nur 100% physische Abwehr. Aber das gibt's ja auch in leichteren Schilden. Meine Fresse, ey. Oh, das Glück ist mir hold. Ach du Scheiße. Jackpot, Diggi? Du Scheiße. Das Spiel will, dass ich hier durchkomme. Das war nicht so ein optimaler Start. Ich glaube, ich bin einmal durch.
Fuck! Leute, das ist ja wohl... Oh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So.
Komm schon! Bah! Elftausend. Ja, geht, ne? Ist nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ja. Dann gehen wir mal zurück zum Nexus. Das sind zwei Level. Ich glaube nicht mal. Ah, doch, 11.700. Das sind zwei Level. Ja. Die Keule ist schon ganz geil, ey. Aber als Moment. Well, you found yourself a demon soul, did you? I'm impressed. Stay the path. Can't you see? Also, ach so, ja. Ich habe hier noch das Claymore als Dingens. Aber ich lege jetzt eben alle Waffen ab, die ich nicht tragen kann. Das sind die Waffen, die das Rufzeichen hier wahrscheinlich haben. Claymore ist gut. Das hier ist sowieso gut. Nieren durch, ne? Hier, Backstabben. Für das Gebiet 3... 2? 2, 2, 2. Riesenkeule, ja, klar. Und das hier kann weg. So. Das kann auch weg. Aber... Ach so, ja, das kann ich ja gar nicht tragen. Stimmt, ja. Ich trage Beine? Nee, trage ich nicht. Die sind aber super schwer. Deswegen lieber nicht. So. Ein kleineres 100% Schild wäre nicht schlecht. Ist um 2 leichter. Okay. 30, 70 ist ja genauso, nur leichter. What? Wie viel kostet das Schild? Das kostet 2000. Das ist gar kein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir mal eben einen Run. Und dann gehen wir auch schon ins Gebiet 2. Und schauen uns dann noch um. Also dann zeige ich euch mal eben den Run. Das ist ja, das kennt ihr ja auch schon. Normalerweise das Schild an, deswegen war ich gerade kurz irritiert. Komm her. Hallo? Ah, fuck, ich hab den Ring an. Dann mach ich sowas. Ist der tot? Dann gehe ich hier auf die Treppe, dass der mich anrollt, und dann gehe ich nach hinten. Also der Bogenschütze mich nicht allzu nervt. Oh shit, hier darf ich gleich sterben. Fuck, 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 fuck.
einen kill ich noch. Ich bin gerade in menschlicher Form. Und das ist nicht so gut. Ich werde in den Nexus jetzt gehen und dort sterben. Dafür muss ich ganz nach oben rennen und dann mich runterstürzen. Weil sonst bringe ich hier das die Welt ins Ungleichgewicht. Und das möchte ich nicht. Man ist halt in Seelenform oder Menschenform und nach jedem Bosskill ist man wieder Mensch. Und ja. Muss dann. I can forge weapons. Gut zu wissen. Oh, das reicht nicht. Huh? Was war das denn? Achso. Und hier? Hier kann man nicht entlang, okay. Ah, ich hätte 2 Pots kaufen sollen, bevor ich jetzt meine Seelen aufgebe. Mache ich jetzt auch eben. Yay! So, das ist alles gewollt. Jetzt habe ich ein leichteres Schild auch. Dann Rüstung anziehen. Und dann... Fuck. Immer noch zu schwer. Lass mich überlegen. Ich darf bis 22, 2, 3, 3,5. Ich kann irgendwas bis 3,5 tragen. Was gibt's denn im Angebot? Bis 3,5. Hä? Ach, fuck. Der Händler hat gar nichts. Und bei ihm habe ich auch nichts. Fuck. Ja, nee, dann müsste ich ja... unterwegs. Ja, ne. Was war hier nochmal? Ach ja, das war ja. Ja. Da fühle ich mich für gewachsen, glaube ich. Ding ist, in der Nebenhand brauche ich den Nierendolch. Moment. Okay. So,
Okay. Gar nicht mehr so richtig. Geht's hier nicht zum Schmied? Nee, nee. Oh, die haben mich schon entdeckt. Okay. Fuck. Bitte nicht. Okay. Die sind einfach nur, die haben nicht so viel Stabilität. Also mehr Ausdauer wird verbraucht beim Blocken. Ich höre schon Hunde und so ein Shit, ey. Oder sind das die Viecher? Oh Mann, ey.
weiß nicht genau, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Okay, ich muss nach unten. Okay, scheint clear zu sein. Einfach stärker als ich. Das? Oh. Dann ist hier erstmal kein Feuer mehr. Dann kann man da weiter oder wie? Ja, hier. Hier waren die und hier ist das jetzt gelöscht.
Okay, dann habe ich recht viel hier schon erledigt. Ist ein Hund oben? Ah, Moment, dann kann man ja hier schnell zum Boss laufen. Das ist wahrscheinlich hier der Boss, ja. Nein, laber keinen. Der ist noch so ein Feuertyp davor. Okay, geil. Muss ich mal überlegen. Man fährt den Aufzug hoch. Dann die ganzen kleinen und dann ist man eigentlich schon hier. Okay, dann muss ich an den einen Feuertypen vorbei. Und dann ist hier auch schon die Spinne. Ja, dann probieren wir die mal. Er sieht mich nicht. Fuck. Okay. Ach, hier ist doch gleich der Boss. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Kann ich den ignorieren? Der ist schon ekelhaft. Die Ministerhose. Cool. Mir überhaupt was? Tatsächlich, ein bisschen. Sogar ein bisschen viel dafür, dass die nur 1,2 Kilo wiegt. Hier sieht man schon die Andeutung. Ihr kennt's, Herr der Ringe. Spinnengegner. Aber hier, oh shit. Nach hinten gespawnt? Ne. Okay. Ach, der ist aus dem Kokon gekommen wahrscheinlich, ne? Aber ich brauche doch einen Shortcut. Kann doch nicht sein, dass der Bossweg so lang ist. Oh, hier in menschlicher Form gibt es hier zwei, wie heißt zwei Invades? Kann man die so nennen? NPC Invades. So, wenn ich hier jetzt noch einen Shortcut finde, dann... Fuck, Mann, das ist...
schon ein weiter Weg. Wenn ich jetzt hier verrecke... Oh, Mann. Das hier ist eine Falle. Wenn ich hier reingehe, dann droppt, glaube ich, was. Nee. Und schneidet mir dann den Weg ab. Und wenn ich den dann nicht richtig... wenn ich den dann nicht richtig tot kriege, dann ist durch mit mir. So, die Spinne. Wie war das nochmal, diese gepanzerte Spinne? Es gibt auf jeden Fall einen toten Winkel. Die spuckt Feuer. Die hat einen toten Winkel. Die kann man schießen mit Pfeil und Bogen, so wie die meisten Bosse hier in dem Spiel. Versuche ich nicht drauf zuzugreifen. Beim letzten Boss kann es gut sein, dass ich den cheese, weil der kann einem, der hat eine Attacke, die, Wahnsinn, dass sich jemand das so ausgedacht hat. Er hat eine Attacke, womit er einem ein Level klauen kann. XP, Seelen. Wahnsinn, ey. Wer denkt sich sowas aus? Aber kein... Okay, ehrlich gesagt kenne ich die Nahkampfstrategie nicht von der. Aber wir haben in diesem Part den einen Shortcut freigeschaltet. Also ich fahre hoch. Dann fahre ich über den... Und dann laufe ich über diesen einen Lava-Teich da, der jetzt halt kein Lava mehr hat. Dann ist ein Fettsack da. Und dann bin ich, glaube ich, direkt beim Boss. Die Strecke ist lang, aber ich glaube, auf der ganzen Strecke ist nur ein schwerer Gegner. Die anderen sind halt, ja, dann dauert es halt immer ein bisschen. Ja... Dann hätte ich aber auch schon diesen Boss hier. Also, es geht recht fix. Die ersten 3, 4 Parts waren zäh, aber jetzt habe ich in diesem Part den zweiten Boss erledigt, plus den Weg zum dritten Boss schon freigeschaltet komplett. Das heißt, im nächsten Part schaffe ich den wahrscheinlich. Vielleicht sogar noch mehr, dann bin ich schon in der dritten Welt. Und dann in der vierten, bei der vierten Welt, habe ich auch schon den Weg zum Boss. Da gibt es so einen Shortcut, den habe ich, glaube ich, auch schon gezeigt. Im vorletzten Part, glaube ich, da kann man dann über die Mauer so rollen und dann überspringt man einen ganzen großen Teil und ist relativ früh beim Boss. Ja, ich würde sagen, das reicht. Schau mal eben auf die Uhr. Sieht gut aus. Muss ich irgendwie leveln oder sowas? Also Stärke mache ich auf 30. Das würde erstmal ausreichen, ja. Und dann gehe ich auf... Kondition mache ich auf 20.
Und dann Vitalität brauche ich, obwohl. Doch, Vitalität baue ich dann hoch auf 30. Kondition auf 30. Dann habe ich die 3 Punkte auf 30. Ja, und dann baue ich Stärke aus auf 40 bzw. 50. Ich denke, Vitalität brauche ich dann nicht mehr in Kondition, wenn ich beides auf 30 habe. Ja. Moment, das wären dann 1, 2, 15, 17 plus das sind 27 Level. 27 Level. Ich brauche 6000 Seelen hierfür gerade. Das könnten ja dann wohl, ja. Es gibt ein Farmgebiet, ist aber Late Game halt. Aber ich glaube, da kann man durchsprinten, habe ich gehört. Mit dem Sturmrufer, Stormcaller, das Schwert, das ist Hammer. Funktioniert leider nur in diesem einen Level. Sonst ist es ein relativ gewöhnliches Schwert. Aber in dem Level, Hammer. Es ist schon eine coole Idee. Das ist so ein Schwert, da holt man so aus. Und dann schleudert man so eine Windböe. Schleudert man dann. Und das dann in, ja, in welcher Größe? Vielleicht so ein Laster. Damit kann man dann diese Rochen aus dem Himmel schießen. Die bei in Welt 4 rumhängen. Oh. Ah, okay. Gut. So, kannst du mir was anbieten? Hartsteinscherben, davon habe ich mehr als genug. Das heißt, ich kriege die auch auf plus 3, glaube ich. Das Dreieckschild auch. Ja, ist gut. Er kann die Keule nicht upgraden, was? Oder habe ich das Material nicht dafür? What? Okay, gut zu wissen. Ganz schön schlecht gelaunt, Junge. Ja gut, das war's mit diesem Part. Ich gehe nochmal hoch. Muss den nächsten Part ein bisschen kürzer hab. Ja, Boss, nächsten Part. Was ist das denn hier? Gegen Stichangriffe anfällig. Ja. Backstep und so. Die Panzerspinne im nächsten Part und dann sind wir in Welt 3. Ich glaube, Welt 3 ist ekelhaft, ne? Das ist Blight Town. Oder ist es Welt 5? Tendenz, nee, Turm von Latria. Schrein der Stürme, Tal der Schändung. Ich glaube, Tal der Schändung war das Eklige. Aber hier dürfte es ja gar nicht mehr so eklig sein. Es gibt in jedem Teil eine Art Blight Town. Deswegen nenne ich das auch so. Das ist dann dieses sumpfige Nebelgebiet, was dunkel ist, was giftig ist, was schlammig ist. So. Das ist es meistens. Ist es das hier, wo man die ganze Zeit runterspringt? Also das ist quasi so ein Loch nach unten und dann ist es so mit Holzplanken. Ist es der Teil? Ansonsten, wo war das? Lass mich kurz überlegen. Okay, in Dark Souls 2 kenne ich es auf jeden Fall. Das ist dieses dunkle Gebiet, wo
So Holzplattform, so man von Plattform zu Plattform springen muss, so. Das ist ziemlich ekelhaft. Kurz überlegen. In Dark Souls 1 ist es dieses mit dieser Spinne, halb Magierin da, wo das ganze Sumpfgebiet halt Gift ist und man da durch muss, um die ganzen Sachen da durch und so Sachen einzusammeln. Und waren das diese Blutegel, die da sind? Die Blutegel, die droppen halt dann auch noch Upgrade-Material, also muss man durch diesen ganzen giftigen Sumpf und die Dinger da abfarmen. Deswegen ist das Gift ist zwar nicht so stark, also wirklich schwach, aber man muss halt durch diesen Sumpf und der verlangsamt einen komplett und das ist nicht geil. An die beiden kann ich mich erinnern. Ja. Dann müsste es ja hier in Demon's Souls sein. Das originale Blight Town. Wo die FPS so krass gedroppt ist. Das dürfte hier ja nicht mehr passieren. Oder wo ist das? Das ist doch in 1. 1 hat beides, glaube ich, ne? Blight Town. Das, was ich meinte, ist nicht Blight Town, ne? Aber kann man ja nachschauen. Hier die Weltentendenz. Man sieht. Welt 1 ist, glaube ich. Ja, die Welt 1 ist deutlich heller als der Rest. So, Charaktertendenz ist. Ich weiß nicht, was die Charaktertendenz macht. Die Weltentendenz, die triggern bestimmte Events. Pure Black und Pure White Tendency. Bei Black war das so, dass die Gegner stärker sind. Aber ich glaube auch mehr Seelen und höhere Drop-Chancen von Items. Und bei Pure White ist es halt das Gegenteil. Weniger Seelen und weniger Drops, aber dafür sind die Gegner leichter. Also minimal. Na gut. Das hätten wir. Wir haben ein Rüstungsteil dazu bekommen. Das ist schon mal eine gute Steigerung. Das heißt, ich kann mir vielleicht noch neue Handschuhe holen, die dann auch so, ja, bis 1,8 wiegen. Kann ich dann noch anziehen? Das ist wohl. Weil dafür, dass die so wenig wiegen, sind die Stats schon ganz geil. Einen Helm bräuchte ich noch. Und dann bin ich schon gut ausgerüstet. Ich will einfach nur unter 50% Ausrüstungslast sein, damit ich noch diese Mid-Roll machen kann. Also das hier ist die Mid-Roll, wie ihr seht. Und das hier ist die Fast-Roll. Moment. Das sieht auch nicht so fast aus. Die geht auch viel schneller hier. Und dann gibt es natürlich die Fat Roll. Kann ich die irgendwie herbeiführen? Das Claymore ist schwer. Dann das Stahlschild. Kann ich dann noch? Ich glaube, ich kann gar keine. Ah, jetzt. Hier, das ist die Fat Roll. Guckt euch das mal an. Also so möchte man nicht gerne dodgen. Ja, dann das zurück. Hier die Keule wieder rein, das raus. Das raus, das raus. Und das. Jo, vielen Dank.